Hallo zu Friede, Freude, Smartphone und zum iPhone-Kurs. Ich bin hier immer noch bei der App Karten und heute kommt die Aufgabe 34. Du willst zum Rathaus fahren? Starte eine Route dorthin. Probiere Auto, Bahn oder zu Fuß aus. Routen hier mit dem iPhone zu erstellen, ist eine besonders praktische Funktion. Ich zeige Ihnen jetzt, worauf Sie achten sollen und wie es geht. Auch dafür öffne ich wieder die App Karten und heute möchte ich zum Rathaus, deswegen tippe ich hier in das Suchfeld und gebe jetzt Rathaus ein. Jetzt werden mir hier schon die verschiedensten Rathäuser angezeigt. Ich möchte eigentlich nur in das Rathaus am Marienplatz. Ich tippe hier also drauf. Damit wird mir dieses Rathaus angezeigt. Hier unten, wenn ich meine Schublade hochziehe, finde ich auch gleich noch Öffnungszeiten und die Entfernung. Damit schiebe ich das hier wieder runter. Ich möchte heute eine Route erstellen und das wichtige Symbol hier ist dieses und das ist auch schon blau angewählt. Und wenn ich jetzt hier einmal drauf tippe, dann kann ich jetzt hier auswählen, womit ich fahren möchte. Also möchte ich mit dem Auto fahren, zu Fuß gehen, öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad oder hier dieses kleine Männchen, möchte ich mir vielleicht ein Taxi rufen. Ich fange jetzt mal mit dem Auto an. Ich tippe hier also auf Auto und jetzt sehe ich hier die Verbindung, mein Standort bis zum Rathaus. Ich habe hier noch die Möglichkeit, weitere Stopps einzufügen. Das möchte ich nicht. Ich schiebe das jetzt mal hier runter, um die Karte besser zu sehen. Auf der Karte habe ich jetzt hier zwei Wege eingezeichnet. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Routen. Einmal dauert es hier 25 Minuten, einmal dauert es 27 Minuten. Ich tippe jetzt hier mal auf die 27. Damit ändert sich diese Route. Und hier habe ich jetzt auch gleich schon mit zwei anderen Farben. Orange heißt immer zähflüssig, rot heißt immer Stau. Und auf dieser Route kann ich auch gar nicht bis zum Rathaus fahren, da ist hier Schluss. Hier oben wird mir nochmal das Auto angezeigt, damit ich auch weiß, das ist die Route mit dem Auto. Jetzt öffne ich wieder meine Schublade. Als nächstes möchte ich mal zu Fuß gehen. Jetzt bekomme ich hier drei Routen angezeigt. Jetzt möchte ich noch das Fahrrad ausprobieren. Ich tippe also auf Fahrrad. Und auch mit dem Fahrrad bekomme ich hier zwei Routen angezeigt. Und jetzt zeige ich Ihnen noch, was für andere Möglichkeiten Sie hier haben. Ich kann hier auch noch meinen Standort ändern. Ich tippe hier mal drauf und gebe jetzt hier mal statt meinem Standort Rotkreuzplatz ein. Und damit wird mir jetzt die Route Rotkreuzplatz bis zum Rathaus angezeigt. Auch hier habe ich zwei Routen zur Auswahl. Und wenn ich jetzt hier auf Los tippe, dann wird die Route gestartet. Wie kann ich sie wieder beenden? Dafür ziehe ich das hier hoch und tippe jetzt auf Route beenden. Und damit ist die Route wieder beendet. Jetzt möchte ich noch eine letzte Route starten, und zwar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch das wird mir hier in der Karte angezeigt. Ich ziehe hier mal wieder meine Schublade hoch. Hier habe ich jetzt nämlich die Möglichkeit, mir verschiedene Verkehrsmittel auszuwählen. Also ich könnte die U-Bahn nehmen, ich könnte die S-Bahn nehmen. Hier habe ich auch noch eine Tram. Hier suche ich mir also meine Verbindung aus. Und um zu starten, tippe ich hier auf Los. Ich mache das mal, ich tippe mal hier drauf. Und damit geht's los. Als erstes wird mir hier gestrichelt der Fußweg angezeigt und dann steige ich hier in die U-Bahn ein und fahre mit der U-Bahn weiter. Um es zu beenden, tippe ich einfach hier auf das X. Als letztes möchte ich noch das Taxi ausprobieren. Auch hier tippe ich einmal drauf. Um ein Taxi zu bestellen, müsste ich die jeweilige Taxi-App hier auf meinem iPhone geladen haben. Wie Sie Apps laden, das zeige ich Ihnen noch in einem späteren Video und hier einmal von unten nach oben wischen. Damit bin ich zurück auf meinem Startbildschirm. Hier noch ein kleiner Tipp. Wenn Sie hier oben dieses Symbol sehen, dann wissen Sie, dass eine App gerade Ihren Standort verwendet. Auch diese Aufgabe finden Sie natürlich in Ihrem iPhone-Kursbuch. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, diesen Kanal abonnieren und wieder reinschauen. Tschüss!